Ja, wo ist denn hier ein Spion? Hallo? Bitte melde dich. Ein Schreiben von seiner Majestät, dem Kaiser. Gott sei Dank. Er ist bereits mit seiner Flotte hierher unterwegs. Das ist schön. Ich hoffe, er bringt Geld mit und Kuchen. Wo ist denn aber jetzt hier der der und so. Lucius greift unsere Schiffe an. Eben hat er eines versenkt. Unsere Flotte darf nicht von ihm aufgerieben werden. Ja, das stimmt. Spion. Hallo. Kann er sich mal bitte melden, vielleicht? Ich weiß, das macht ein guter Spion nicht. Aber der ist ja auch vom Lucius. Der kann eigentlich nicht so gut sein. Ohne den jetzt dissen zu wollen, aber das war ein Diss. So. Wo ist denn... Der kann doch nicht hier außen irgendwo rumhängen. In den Außenbereichen, da ist doch... Die wollen doch den Dom ausspionieren und nicht den ganzen Rest hier. Das wäre albern, wenn er komplett woanders wäre. Das ist schlimmer als ein Wimmelbild hier gerade mal. Wo wird denn hier spioniert? Wir haben noch hier... Achso, ersetzen Sie das verlorene Schiff. Stellen Sie die dritte Baustufe, bla. Hä? Moment. Sind die Spione weg? Und vor allem, von wegen ersetzen die, bla 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 bla. Wurde von mir jetzt ein Schiff kaputt geschrotet oder was ist da los? Ja, wie sieht's mit Fisch aus? 9 haben wir da. Ey, wir haben so viel Brot. Das ist toll. Ich muss nochmal Brot verkaufen. Ja, es ist. Wo fehlt mir denn ein Schiff hier? Nach unten hin. Ich habe. Da ein Schiff. Okay, immerhin, dass was nach unten geht. Nicht das, was die Steine bringt. Immerhin. Der Warenverbrauch auf der Dombaustelle ist enorm, ich weiß. Aber wir müssen das Bauwerk zuerst vollenden. Alles andere ist nachrangig. Genau, sorgen Sie für 5 funktionierende Glasschmelzen. Derzeit 0 von 5. Glasschmelze muss so an Sohle vorkommen. Ah, nee, Salzmine. Glasschmelze benötigt Pott, Asche und Quarz. Produziert Glas. Und braucht natürlich ordentlich Stein und Gold. Wahrscheinlich werden wir bald genug Stein haben, weil wir das dann nicht mehr brauchen. Pottasche. Quarz haben wir hier. Warte mal, hier. Im Augenblick sind mir die Hände gebunden. Können wir das? Machen wir das? Wie nicht? Ich habe keine Goldmünzen, um eine Straße zu bauen. Uns gegenseitig mit Waren zu unterstützen, dient der gerechten Sache. Ja, gib her das Geld. So. Meine Güte. Können wir jetzt handeln vielleicht? Oha, Quarz. Ich hätte gern Quarz. Muss ich da gar nicht mal eine Mine? Doch, eine Mine wäre schon ganz praktisch, glaube ich. Was ist das hier? Die Datteln sind voll, na toll. Quarz. Natürlich liegt es außerhalb. Was ist das hier? Kupfervorkommen, aha. Ja, wenn sie meinen. Wenn sie das so wollen, natürlich, klar, warum nicht? Hier, pack dir mal ein bisschen... Ja, klar, ich kann das Quarz nicht die ganze Zeit kaufen. Guck mal, meine Bilanz ist fast positiv. Also fast. Quarz. Da. So. Ein kleines Wägelchen dahin. Das haben wir, das ist schön. Pottasche. Benötigt Bäume, produziert Pottasche. Können wir das da... Bäume. Ja. Ja, gut. Können wir hier auch probieren, klar. Ja, nee. Ja. Ich find's nicht so überzeugend bisher. Ich kann natürlich noch hier so eine weitere... Noria hinwerfen. Auffüllen einmal bitte.
Ich überlege gerade, ob ich hier vielleicht die Pottasche herstellen sollte. Ich glaube, das wäre sogar ganz sinnvoll. Wobei wir hier schon wieder kein Geld und keine Steine haben. Haben wir hier eigentlich... Da haben wir noch 30 Steine! Ui! Okay, na gut, die habe ich bald eh über. Der Nachschub an Baumaterial darf nicht versiegen. Wenn Lucius seinen Dom vor unserem... Ja, wir sind trotzdem noch schneller. Ist alles verloren. Das passt schon, wir sind trotzdem schneller. Und ich bin mir gerade echt nicht sicher, ob das Aufsteigen nicht vielleicht doch... was kostet? Na, also Steine... Aber Steine kostet anscheinend nicht. Ein Holz, ein Werkzeug. Das ist gut, sonst wäre das blöd gewesen. Na, aufsteigen. Ah, aufsteigen. Ja. Trotzdem haben wir dann noch das Problem des verlorenen Schiffes. Spiel gesichert. Und ich brauche dafür mindestens 1500 Kohle und auch ein bisschen... Dieser Handel dient einem guten Zweck. Seile eigentlich. Ja, ein bisschen Most kann ich den auch nochmal geben. Jops. Ein bisschen. Oder wie sieht's bei denen aus hier? Haben sie Most? Ja, naja. Ich muss bei den Fischen, die müssen unbedingt mal hier ihren Bedarf da stillen an der Stelle. Oh, wir machen Geld. Sehr wenig. Sehr wenig, aber wir machen Geld. Ich hau da nochmal, ich habe kein Geld dafür. 100 Gold. Brauche ich für so eine weitere Schiffsklabusterhütte. Ich meine, Fischerei. Ja, machen wir das halt, ne? Mit dem Geld, ja, die Bilanz ist gerade mal wieder vernegativt. Der Nachschub an Baumaterial darf nicht versiegen. Wenn Lucius seinen Dom vor unserem fertigstellt, ist alles verloren. Ja, hier komm, gib mir her. Ich verkaufe nochmal ein bisschen was. Hier Holz ist immer gut, das haben wir genug. Werkzeuge haben wir sogar auch eine ganze Menge. Die aktuelle Bauphase Ihres Monuments ist vollendet. Das ist schön. Ich muss mal eben Geld machen hier. So, es ist schön, dass die davon unbegrenzt kaufen. Das ist wirklich toll. Ich glaube, früher war das so, bei früheren Anno-Teilen, dass die anderen Spieler, die anderen KIs gar nicht alles gekauft haben. Die Arbeiter feiern das Richtfest auf der Baustelle. Dank eurer selbstlosen Unterstützung. Ui, guck mal. Langsam schöpfe ich wieder Hoffnung. Das war mal hübsch. Das wird doch mal ein ordentlicher Dom. Und ich finde es auch angenehm, dass es so detailreich ist. Auch wenn man halt eher meistens von hier oben schaut. Das Gröbste haben wir geschafft. Doch Lucius sitzt uns immer noch im Nacken. Dass man sich das trotzdem unser so anschauen Kaiserdom kann. Unser Kaiserdom muss zuerst fertiggestellt werden. Koste es, was es wolle. Das Ding ist hübsch, wollte ich mal angemerkt haben. Da ist auch hübsch. Ah, oh, herrlich. Schönes Bild für Thumbnail. Ja. Das ist schick, sag ich euch. Dann auch noch die andere Kirche so im Hintergrund. Wunderbar. Also ich finde, also rein grafisch, rein optisch ist das Spiel durchaus sehr, sehr ordentlich, sehr hübsch. Hat natürlich diesen leichten Comic-Look-Charakter drauf. Ihr habt den Bauabschnitt schon vollendet? Ich muss... Ich habe eure Ankunft in einer Vision gesehen. Ja, der andere Kerl nervt, ja. Ihr habt den Bauabschnitt schon vollendet? Ja, habe ich. Ich muss diesen faulen Hunden auf meiner Baustelle Beine machen. Ich glaube, die haben schon Beine. Zwei Stück pro Person. So, Glas, das könnte jetzt ein bisschen schwierig werden. Wir brauchen aber als letztes... Ach nee, das haben wir abgeschlossen, ne? Genau. Ich flehe euch an. Schickt die Baumeister Glas wieder an die Arbeit. Ja. Lucius wird seinen Leuten auch keine Verschnaufpause gönnen. Ja. Also ich könnte die Stein... Geschichte mal so ein bisschen bremsen hier vielleicht. Ja, bremsen bringt aber auch nicht so viel. Dann verkaufe ich einfach die überschüssigen Sachen. Nur Allah weiß, der Kardinal es schaffen konnte, Ibn al-Hakim zur Kooperation zu bewegen. Ich brauche Seile, verdammt. Aus freien Stücken hilft er bestimmt nicht. Aber ich habe eine Idee, wie wir das beenden. Habe ich keine Seilerei? Ich habe keine Seilerei. Verdammt. Ich habe keine Seile. Wollte ich mal angemerkt haben. Machen wir das... Warte, wo habe ich... Chanf ist hier oben. Chanf. Dass wir das in die Nähe der Hanfplantage packen hier. Das heißt, er holt sich da hoffentlich mal den ganzen Krempel auch her. Wir können ja theoretisch eine Webstube hier so ein bisschen ausschalten oder halt mal abreißen, dass da Seile hergestellt werden können. Die kostet auch so viel. Und dass wir dann bald ein Schiff bauen können. So, was war jetzt hier die Aufgabe? Vollenden Sie den Kaiserdom? Ja. Ersetzen Sie das verlorene Schiff? Ja. Sorgen Sie für 5 funktionierende Glasschmelzen? Ja.
40 Tonnen, ja. Sorgen Sie für den Einzug von 200 Adligen in Domstadt. Ich denke, hey, ich denke, wir sollen gar nicht, wir sollen schauen, dass, wir sollten auch schauen, dass wir die Materialien bei uns behalten. Oder brauche ich da gar kein Glas für? Oh. Da wollen sie alle aufsteigen, das ist klar. Warum können die nicht aufsteigen? Weil sie... Dauert das einfach. Die machen fleißig weiter. Warte mal. Machen wir es mal per Hand. Es geht nämlich schneller. Das ist der lustige Teil dabei. Man kann das auch per Hand machen. Muss man nicht warten, bis sie es von alleine tun. So. Und dann können wir gleich auch nochmal schauen zu der nächsten Stufe, wie das denn da aussieht. Mit den Ressourcen und Sachen, die wir da so brauchen. Weil es wäre natürlich schön, wenn die da auch nochmal aufsteigen. Weil Geld. Darum geht es hier eigentlich. Die Leute müssen aufsteigen, damit sie uns mehr Geld bringen. Das ist der einzige Grund, warum wir hier den ganzen Quatsch überhaupt machen. Das sollte eigentlich nichts Überraschendes sein. Das Einzige, was uns hier treibt, ist Geld. Und natürlich Gerechtigkeit und so. Aber in erster Linie Geld. Das ist viel wichtiger. Soll ich hier auch noch eben alles aufsteigen lassen. Es verbraucht ein bisschen Rohstoffe, aber es ist echt nicht viel. Die Bilanz schießt natürlich nicht sofort irgendwie raketisch sonst wohin, sondern hier müssen die Leute natürlich auch noch einziehen. So, einziehen. Mir ist nur Ausziehen eingefallen, das ist was anderes. So, ich mache das mal per Hand hier, ne? Hier die ganzen... Das ganze Gemüse dahin zu klöppeln. Weil das fehlt noch. Wir können auch mal in diese... In die Gewürzroute können wir auch nochmal. Es ist ja schön, dass die Gewürze handeln hier. Wir können aber nochmal hier das Quarz mit einpflegen. Die Siedlung eines Mitspielers ist zur Metropole aufgestiegen. Oha. Eieiex. Also, ja, er gibt sich Mühe. Hat aber immer noch überall die ollen... Das ist schön. Einen dicken Dom bauen, hier überall adlige Häuser haben und dann dazwischen die Kieswege. Das ist schön. Genauso macht man das. Genauso gibt man den Menschen das Gefühl, dass die an einem besonderen Ort leben. Weil es ist besonders hässlich, was da passiert. Wir haben schöne Steinstraßen, die ich mir alle hätte sparen können, dann wäre der Domsteller fertig gewesen. Aber wir haben Steinstraßen. Ich sehe das als großen Vorteil an. Weil Steinstraßen. Das muss man als Argument einfach mal akzeptieren. So, Stichwort Steinstraßen. Kann ich hier, dann habe ich da mal bald mal ein paar Seile. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr hin. Ja, die Gewürzfarm, ja, da ist halt, das Lager ist voll. Ich bin ja unterwegs. Ich bin noch da. Wo drückt denn der Schuh? Der Gewürzschuh. Na gut, ein gut gewürzter Schuh. Ist viel wert, sag ich mal. Das wurde mir damals schon... Nee, hat mir eigentlich niemand erzählt. Das habe ich mir gerade ausgedacht. Aber hätte man es mir erzählt als Kind, ich hätte es geglaubt. Hätte meine Schuhe gewürzt. Mit... Boah, mit allem, was so da ist. Was weiß denn ich? Ein bisschen Paprika obendrauf. Ein bisschen Salz ran, weil Salz ist so ziemlich das wichtigste Gewürz, was wir haben. Ja, ne? Ein bisschen Koriander hier irgendwo ran. Was man halt so braucht. Huch. Ich überlege gerade. Wir brauchen, genau, Pottasche haben wir noch gar nicht. Wo wollte ich das Zeug hinpacken? Da so, ne? Genau. Flops. Wobei die Bilanz gerade mal ziemlich furchtbar ist. Und haben wir an dieser Stelle... Kein Alster hier, der uns hilft. Der uns Geld, also der uns Zeit sparen lässt. Haben wir sowas nicht jetzt? Das wäre blöd. So, immerhin, das Schöne ist, die Bäume... ich mach da mal direkt einen Steinweg hin. Wir haben es ja. Die Bäume pflanzen sich automatisch selber hier an den Stellen, wo sie es dann brauchen. Das ist ganz angenehm. So, zweimal gepottaschet haben wir hier. 1200 Öcken brauchen wir. Aber warum haben wir jetzt da so viel Geld weniger? Ob das an den Gewürzen liegt, dass die fehlen? Dass die da jetzt meckern und sagen, nö, wenn wir keine Gewürze kriegen, zahlen wir keine Steuern mehr?
Ja, offensichtlich lag es daran. Von daher, liebe Kinder, es ist wichtig, Bedürfnisse anderer zu erfüllen. Dann klappt es auch mit dem Geld. Ich glaube, das Werkzeug behalte ich einfach mal hier. Die Steine können wir echt mal verhökern hier. Das Eisen, ja, machen wir auch mal. Achso, warte mal, warte. Ah, okay, 1, 2. 1, 2, 3, 4. Wir gehen nochmal hoch. Da dürfte sie ja sehr glücklich Könnt sein. Könnt ihr nicht ein paar armen Seelen Obdach gewähren? Ja, ne? Ja. Fällt mir jetzt direkt ein Stein vom Herzen. Ja, ja. Ja, ist doch schön. Wobei, jetzt brauchen wir keine Steine mehr. Kann dem nicht eine Glasscheibe vom Herzen fallen? Dann können wir das hier direkt in den Dom schieben. Steine hätten wir vorher gebrauchen können, jetzt doch nicht mehr. So Quatsch, ey. Mit dieser Stadt geht es langsam, aber stetig bergauf. Ich wollte gerade sagen, bergab wäre vielleicht ein bisschen blöd gewesen. Wobei, ist an einem... Nee, ist nicht an einem Berg gebaut. Von daher kann es auch nicht damit bergab gehen. Ja. Klar, wir haben so ein paar Stellen, die zu viel produzieren. Aber die Bilanz... Das ist jetzt aber wirklich nur dadurch, dass ich hier die Einwohner hochgeschubst habe, ne? Die sind, man merkt halt wirklich, die sind wichtig, dass die durchaus Stufen aufsteigen. Die bringen deutlich mehr Geld. Ich habe erfahren, dass sich Lucius Spione in meiner Stadt aufhalten. Helft mir, sie dingfest zu machen. Ich will nicht, dass Eins, er von unseren Geschäften erfährt. 2, 3, 4, 5. 5? Ja. Gott sei Dank. Ah. Die liederlichen Spione sind enttarnt. Das Zimmer. Nun können wir den Handel durchführen. Ja. Ich habe eine besondere Überraschung für euch, von der Kardinal Lucius nichts erfahren darf. Ich habe auch eine Überraschung. Marie? Marie? Nahrung. Ja. Und Kleidung. Gott segne euch. Nun kann ich meine Stadt wieder aufbauen und eine Flotte gegen Kardinal Lucius aufstellen. Lasst mich euch zum Dank dieses wundersame Objekt zum Geschenk machen. Was? Senkt Blei der Verkommenheit. Verringert die Unterhaltungskosten des Kaiserdoms in einer Siedlung. Absolut senkrecht, aha. Verringerte Unterhaltungskosten. -50%. Huh, das ist aber eine die Menge Stimmen Kohle. Die haben mir euer Kommen angekündigt. War wirklich eine Menge Geld. Vor allem der Dom da. Ich weiß nicht, ob der immer. Der Warenverbrauch so viel auf der Dombaustelle wird. Ist enorm, ich weiß. Weiß gar nicht mehr, aber mehr wir so müssen viel. Das Bauwerk zuerst vollenden. Alles andere ist nachrangig. Ja, ich weiß. Hier, den Klumpen. Habe ich da schon einen von gebaut? Ich befürchte nicht. Machen wir das da. 1, 2. Jetzt beginnt ihr eure Glasschmelzen ja. zu errichten. Ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass ihr mich so besiegen könnt. Doch, ja. Ja, Problem ist, dass wir da immer noch ein Schiff zu wenig haben. Wobei das Geld bald hier wieder reinflattern sollte. Aber auch erst bald. Von daher. Ich glaube, wir müssen da noch mehr verkaufen eigentlich. Die Bilanz ist zwar schön, aber bis wir da mal über irgendwie 1000 irgendwas Euro Ihr habt verfügen. Einen Weg gefunden, die Unterhaltskosten für die Dombaustelle zu senken. Oh! Das wird unsere Bilanz gewaltig aufbessern. Wie, was? Ich dachte 50%, nicht 100%. Das ist aber jetzt mal eine schöne Bilanz. Okay, vergesst, was ich gerade gesagt habe. Vergesst es einfach. Das ist schön. Ich werde trotzdem nochmal Gewürze holen hier. Und Krempel. Ich glaube, da war nur Quarz. Ja, gut, Quarz, klar. Quarz haben wir 9. Ich glaube, da wäre noch die zweite Quarzeria hier ganz nett. Kamera? Aha. Interessant. Es fehlt ein 1000 Geld. Es fehlt nicht mehr ein 1000 Geld. Ich habe einfach mal ein bisschen vorgeschuppelt hier. Ja. Total pompöser Steinweg. Wobei, der ist mir zu teuer. Lieber so ein Feldweg. Der Feldweg nicht weit vom Stamm. Ja, jetzt haben wir ganz viele Steine hier. Das ist toll. Brauche ich jetzt unbedingt. Auch das ganze Bier ist natürlich vollkommen wichtig hier. Weil wir da gar nicht genug von haben hier gerade mal. Na gut, wobei das Bier. Ja, das Bier können wir tatsächlich gebrauchen. Ich flehe euch an. Schickt die Baumeister wieder an die Arbeit. Lucius wird seinen Leuten auch keine Verschnaufpause gönnen. Ja. Ich tue, was ich kann. Und das ist nicht viel.
Na gut, ich weiß ja, dass ich 5 Stück von den Dingern haben muss. Warum auch immer 5? Klar, es waren vorher auch immer 5, aber nur um den Trend fortzusetzen, müssen es nicht immer 5 bleiben. Und dass wir dann entsprechend da Krempel haben. Steine, ja. Quartz. Dann mal das Quartz hier hoch. Ja, irgendwie müssen wir noch an Geld kommen. Ich flehe euch an. Schickt die Baumeister wieder. Wobei das gar nicht mal so schlecht geht. Wie sieht's hier aus? Wollen sie da mal? Die können gar nicht aufsteigen, oder? Ich glaube, die flehe wollen euch gar nicht. An. Schickt die Baumeister wieder an die Arbeit. Lucius wird seinen Leuten. Die wollen aber auch nicht. Es fehlt an Most. Ich flehe euch an. Schickt die Baumeister wieder an die Arbeit. Lucius wird seinen Leuten auch keine Verschnaufpause gönnen. Ja, ich weiß. Ich mach das ja auch nicht mit Absicht hier. Aber wegen schickt die an die Arbeit? Wir brauchen halt Krempel. Ist ja nicht so, dass es hier freiwillig funktionieren würde. So, Most. Most. Plomps. Ah, das ist wunderhübsch. Most. Most. Plomps. Ah, das ist wunderhübsch. Haben wir das zumindest. Weil ich glaube, da kommt doch, da kommt direkt Most raus. Wunderbar. Dass wir das nicht weiterverarbeiten müssen. Ja. Wieder weg den ganzen Quatsch. Ich hoffe werdet mal, das geht dann bald. Werdet ihr einem alten Mann seinen Wunsch erfüllen und diese Stadt zurück zu alter Größe? Werdet ihr einem alten... Es fehlt an Geld, ne? Das ist das... Es fehlt wirklich... Nee, es fehlt... Ach, die Gewürze, natürlich. Werdet ihr einem alten Mann seinen Wunsch erfüllen und diese Stadt zurück zu alter Größe führen? Ja, hab ich vor. Dafür bin ich doch da. Ich hoffe, die wollen da oben ganz viel Brot haben. Und, na, das Werkzeug behalte ich mal hier. Beine, das behalte ich mal hier. Die Kunden sind gar nicht mal zu wenig. Ich bin erstaunt. Ja, Bier haben sie eigentlich genug, ne? Weil so ein paar Werkzeuge... Ich könnte auch Steine verkaufen, aber ich glaube, Werkzeuge gehen. Dass wir die hier unten mal reinschmeißen. Was hat er denn noch zu verkaufen hier? Der hat Fisch zu verkaufen. Ja, das ist natürlich, das ist toll. Vielleicht fahre ich doch nach oben. Bitte denkt auch an das Glas für die Fenster des Kaiserdoms. Ja, ja, ja. Ich habe jetzt im Moment 2 von 5, genau. Achso, suchen Sie Alzer hier das Konto auf. Ja, das mache ich das nicht. Nee, das mache ich Wenn nicht. Ihr die Zusammenarbeit der Akademie mit Kardinal Lucius auch beendet sehen halt wollt, unten. Kommt rasch hierher. Ja. Gehen wir nach unten. Vielleicht, ich glaube, das wird dann unsere Vergünstigung werden hier. Weil sonst wird es echt ein bisschen teuer. Habe ich das hier... Hat ich das selbst gemacht? Ich flehe euch an. Schickt die Baumeister wieder an die Arbeit. Lucius wird seinen Leuten auch keine Verschnaufpause gönnen. Ah, das war... Hatte ich das pausiert? Okay. Eigentlich nie mit Absicht. Ich glaube, das hat sich automatisch gestoppt gehabt. Das ist natürlich ungünstig. Ja gut, ich sehe aber eigentlich, sehe ich eine Möglichkeit, dass wir verlieren. Ich meine, wir haben bisher immer mindestens 10 Minuten Vorsprung gehabt. Natürlich ist Glas noch eine andere Geschichte. Von daher, das muss man, da darf man schon, das darf man nicht unterschätzen hier. Müssen wir mal schauen. Ich glaube, die Produktionsgeschichten sind nicht so wahnsinnig schnell. Von daher, die Pottasche steigt. Genau, Lederwämser sind zu wenig. Im Sinne von nicht genug. Weil, warum haben wir die nicht? Vor allem, was fehlt denn hier? Bücher. Ja, was soll ich denn mit Büchern hier? Ja, ich muss erstmal die Bilanz ein bisschen hochprügeln, ne, damit das funktioniert. Ich weiß, dass man das durch eben diese Stellung der Bedürfnisse macht. Aber, ja, müssen wir halt schauen.